heute sind dankenswerterweise beide Trainer hier, um gegebenenfalls Rede und Antwort zu stehen. Ich begrüße also an meiner linken Seite von unseren Gästen den Januar als verantwortlichen Trainer und zu meiner rechten Ihnen wohl Willi Kronach, den Cheftrainer unseres VfB Germania. Vorab noch die nüchternen Zahlen dieser Begegnung. Endstand also 1:1. Daniel Ujazdowski in der 18. Minute mit dem 0:1 und Kevin Neff 90+1 mit dem Ausgleichstreffer. Offizielle Zuschauerzahl 711. Soweit das Zahlenwerk vorab. Und jetzt dürfen wir uns also auf die Statements beider Trainer freuen. Ich werde mich eigentlich relativ kurz halten zu diesem Spiel. Viele haben es ja mitbekommen. Das ist jetzt das zweite Mal in der Saison, dass wir in der 92. Minute einen Ausgleich kassieren. Und gerade für uns als Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten, wo wir noch im Lernprozess sind, ist es relativ bitter, diese Erfahrung machen zu müssen, aber es gehört zum Fußball. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen gezeigt, ansatzweise heute, was wir eigentlich spielen können. Aber ich muss auch ganz klar eingestehen, dass der Treffer in der Nachspielzeit dann auch in Ordnung geht aufgrund der zweiten Halbzeit, weil Halberstadt einfach engagierter war und auch das Spiel auch forciert hat. Wir haben uns eigentlich nur noch in der Defensive befunden und kaum Entlassung nach vorne gefunden. Ich habe mich gezwungen, dann auch auf 4-2-3-1 umzustellen, weil ich einfach gesehen habe, dass wir nach vorne nichts mehr viel machen können heute, gerade in der zweiten Halbzeit, um einfach die Defensive zu stabilisieren. Aber es hat leider nicht gereicht. Von daher ein Kompliment dann für den Einsatz der Heimmannschaft. Und wir sind weiter im Lernprozess und also erstmal diesen Punkt dann auch als gefühlte Niederlage akzeptieren. Dankeschön. Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Nichtsdestotrotz, ich kann mal so sagen, die erste Halbzeit pfui. Das kann man wirklich mit groß so sagen. Wir haben uns vieles vorgenommen. Es ist nicht ansatzweise so umgesetzt worden, die ersten 45 Minuten, wie ich es mir erträumt habe. Wir haben zwar ganz passabel gespielt, gehen dann auch, ich will mal sagen, wirklich auch durch fahrlässige Aktionen dann im Rückstand, zweite Halbzeit rausgekommen, umgestellt, sehr hoch angegriffen, den Gegner dann auch in die eigene Hälfte gedrückt. Die ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit kam der Gegner auch kein einziges Mal wirklich aus der eigenen Hälfte raus. Aber was mir letztlich auch fehlt, das ist wirklich der Killerinstinkt, das umzusetzen, was wir Woche für Woche im Training letztlich auch trainieren. Der eine oder andere hätte das Ganze machen müssen. Manchmal denke ich, die möchten gerne die Kugel über die Linie tragen. Und, aber Fußball funktioniert nicht so. Und dann muss man auch wirklich alles in die Waagschale schmeißen und dann halt auch in der 92. Minute auch dieses Glück erzwingen. Und was letztlich für die Mannschaft gesprochen hat, dass sie wirklich die über die ganzen 90 Minuten letztlich sich nie hängen lassen hat, immer wieder nach vorne gespielt, immer wieder gewollt. Und das habe ich beim letzten Spiel, als wir jetzt gegen Jena ja auch deutlich auch verloren haben, habe ich gesagt, das wird die Mannschaft demnächst ja wirklich zeigen, dass der Wille da ist, dass sie alles dran setzt, den Dreier zumindest zu Hause zu behalten. Diesmal ist es einer gewesen, beim nächsten Mal vielleicht auch ein Dreier. Aber nichtsdestotrotz, wir sind genauso eine junge Mannschaft, die im Aufbau ist. Und da muss man ab und zu mal wirklich ein bisschen Geduld haben. Und das zahlt sich auch bis zur 92. Minute diesmal aus. Und wir werden sehen, wo der Weg hingeht. Aber letztlich die Art und Weise, den Fußball zu spielen, die zweite Halbzeit gewesen ist, die richtige. Vielen Dank.